Radikale Solidarität. Für mich ist das in erster Linie eine ethische Frage, also gehört das in die Disziplin der Philosophie. Ein theoretisches Feld. Aber was ist radikale Solidarität praktisch? Für mich, für die Gesellschaft. Erleben wir diese oder erleben wir diese nicht? Wo bräuchten wir mehr davon und was macht sie aus? Für mich ist radikale Solidarität, dass man schaut, wo geht es um soziale Ungleichheit und wie kann ich diejenigen unterstützen, die meine Unterstützung benötigen und wo benötige ich selbst Unterstützung und erweise völlig unabhängig von Sympathie, von persönlichen Beziehungen, einfach Solidarität mit anderen, mit Gruppen, mit einzelnen Menschen, vielleicht auch mit Institutionen. Und wie lässt sich diese in den eigenen Alltag integrieren? Als Kind schon hat mir nicht gefallen, wenn ich beobachtet habe, dass es irgendwo Ungerechtigkeiten gibt oder Leute ganz sichtbar unfair behandelt worden sind. Zum Beispiel so in der Klasse, manche haben sich immer wieder gemeldet, kamen aber nie dran. Und so, dass man eigentlich auch feststellen konnte, das ist ja kein einmaliger Ausrutscher, das kommt immer wieder vor. Und jemand wurde ausgeschlossen, zum Beispiel beim Sport, gab es ja immer diejenigen, die ganz als Letzter gewählt worden sind. Ich fand das ganz schrecklich. Und wenn ich dann mal derjenige war, der auswählen durfte, dann habe ich zum Beispiel diejenigen ausgewählt, die sonst immer als Letzter dran waren, was mir einfach nicht gefallen hat. Und so halte ich das auch heute noch. Ich kann ja Leute vielleicht persönlich nicht mal sympathisch finden, aber wenn ich weiß, die brauchen meine Stimme für eine Petition oder weil sie unfair an einer Kasse behandelt werden, Menschen anderer Nationalitäten oder aber Leute, die eine sichtbare Behinderung haben oder aber auch Leute, die aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit oder aber auch ihrer Präferenz benachteiligt werden, da sage ich, ich fühle mich radikal solidarisch.